66% der Deutschen sagen, ein Glühwein darf nicht bei einem Weihnachtsmarktbesuch fehlen. Und ein Glühwein hat Zucker in Köln 201 Kalorien. Doch niemand hat herausgefunden, wie viel Liter Glühwein ein Mensch in 24 Stunden trinken kann. Wir finden es heraus. Yo, Leute, wir sind Max und Chris und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max vs. Chris. Heute, ihr habt schon gesehen, dreht sich alles um das Thema... Das rote Gold. Diesmal das rote Gold, nicht das braune Gold wie beim Lebkuchen. Leute, wer Glühwein mag, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich so sehr auf dieses Video. Heute geht es darum, wer trinkt in 24 Stunden eine Größe mehr Glühwein. Schmeckt sehr lecker. Ah, auch kalt genießbar. Geht runter wie Wasser. Ja, Leute, ihr habt es richtig erkannt. Es geht einfach darum, wer 24 Stunden mehr Glühwein trinken kann. Ich glaube, das Video wird so behindert. Wir werden es messen an was messen wir es? An Liter oder Tassen? An Liter einfach. An Liter. Ja. Okay. Eine Flasche hat ungefähr ein Liter. Ja, man kann, es ist aber auch erlaubt, übrigens zum Weihnachtsmarkt zu gehen oder sonst irgendwas. Also man kann alles machen. Man muss halt nur umrechnen irgendwie. Glühwein trinken. Von Tasse in Dings. Ja, Tasse ist ungefähr 0,3. Ja. Sag mal, Tasse ist 0,3. Ja. Tja, Freunde, das war's. Mehr Regeln gibt's eigentlich. Stößchen. Stößchen. Wir sehen uns, Ich hoffe, in sehr gutem Zustand. Morgen wieder. Holy shit, das wird so witzig. Die Frage ist nur, wie viel wird Chris wirklich trinken? Und ob die Leute jetzt eigentlich hier in der Öffentlichkeit denken, wenn ich hier mit meinen Glühweinflaschen rumlaufe, ob ich ein Alkoholiker bin. Saufen! Morgen, mittags, abends, ich will saufen! Die Leute in der Bahn, die gucken alle extrem komisch. Sascha ist leer! Bam! Noch geht's echt gut runter. Ich koche mir gleich die zweite. Na, dann wollen wir mal unseren Glühwein aufkochen. Ja, toll. War jetzt nicht so viel, ne? Ich habe jetzt schon fast einen ganzen Liter in der Bahn weggetrunken. Aber zum Glück haben wir noch eine Flasche. Das heißt, jetzt können wir uns einen schönen Glühwein. Glühwein an der Wand. Wer ist der Betrunkenste im ganzen Land? Leute, lasst auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben da für Glühwein. Ihr wisst gar nicht, wie verdammt wichtig dieser Daumen nach oben ist. Bitte, lasst dem Video einfach einen Daumen nach oben da. Vor allem, wenn ihr Glühwein mögt oder die Weihnachtszeit mögt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das hilft den YouTubern so unheimlich viel. Also, wenn ihr ein Video anschaut, drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und euch gefällt es doch hier. Also drückt den Daumen nach oben. Für euch ein Klick, für uns sehr viel. Dankeschön. So, und jetzt wird der Glühwein erstmal warm gemacht. Ich weiß nicht, ob ich gewinne dieses Ding. Wir haben schon ewig nicht mehr wirklich Alkohol getrunken. Ich bin echt gespannt. Boah. Ne? Wird ein gutes Video. Also ich muss echt sagen, nach der ersten Flasche merke ich jetzt noch nichts, aber ich weiß, es wird gleich reinkicken. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich muss jetzt die zweite Flasche anfangen. Aber es ist noch viel zu heiß. Die müssen jetzt kommen. Geil, jetzt ist er warm. Beste Lieben! Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Weiß ich, ob das Gefühl, das Video wird noch so gestört. Also Leute, es ist ein langsamer Weihnachtsmann. Zweiten Flasche, letzte Tasse jetzt. Und zwischen den ganzen Glühwein überhaupt durchzuhalten, gönne ich mir erstmal noch deinen Kaffee. Ich muss schon sagen, ich spüre schon den Glühwein wirklich. Ja. Ja, das war ein bisschen langsam. Das ist jetzt hier mein letzter Drink, dann habe ich zwei Liter. Glühwein auch weg. Aber ich habe mir so gedacht, ist schon ein bisschen deprimierend, wenn man nur alleine zu Hause Glühwein trinkt. Deswegen gehe ich jetzt noch auf Weihnachtsmarkt. Jawohl! Alright. Kommt es noch eine Birne? Ich hasse es. Immer dieses. Diese Flash beim Essen. Also ich bin jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, ich gönne mir jetzt erstmal was gibt's hier? Brot? Ja. Gibt's Brot? Also eigentlich will ich Glühwein haben eigentlich, aber ich brauche eine Grundlage.
wurde mir erzählt. Ja? Erstmal kurze Grundlage schaffen und dann geht's weiter. Zweite, da habe ich einen Intus. Läuft. Da seht ihr Brüllpull, meine Katze. Und jetzt zusammen. Dritte Flasche leer. Ah, halb. Das mundet, Leute. Danach geht's wieder weiter. Taufe! Weiter geht's, Leute. Schmeckt gut, Carina. Auf ein neues. Geil. Hier schmeckt es einfach noch mal viel besser. Was über Nummer 3. Das heißt, wir haben fast 3 Lee getrunken. Geil. Kirsch gerade, oder was? Ich bin übrigens komplett nüchtern. Ich bin gerade zurückgekommen vom Weihnachtsmarkt. Passiert. Hauptsache, die Maxi rennt. Ah, hu! Hu! Ach, die Kamera raus. Was? Ach, die Kamera aus. Die ist schon raus. Die ist gar nicht aus. Doch. Doch, nein. Doch, die ist aus. Nein. Also Leute, wir sind zu Hause. Ich habe jetzt 2 Flaschen. Und die hier im Weißen drum. 3 Tassen. 5 Tassen. Ja. Also eins mal, Tim. Also 5 Tassen gleich 1,5 Liter. Sprich, ich habe jetzt 3,5 Liter Glühwein getrunken, richtig? Ja, so siehst du auch aus. Wie lange hast du getrunken? 4. Ja, nee, in Zahlen. 2 Liter und 5 Tassen Glühwein. Heißt 3,5 Liter, Leute. Mit 3,5 Liter gehen wir ins Rennen. Gute Nacht. Good morning, Germany. Eineinhalb Flaschen haben wir bisher. Ich versuche jetzt noch die 4. zu exen. So Leute, bin auf dem Weg jetzt im Auto zum Max. Weiter geht's, Glühwein saufen. Geil. Jetzt! Na, wie geht's? Hä? Was machst du hier? Ja, guck mal, ob ich gewonnen hab. Warum bist du so fit, Alter? Warum bin ich so fit? Soll ich dir das zeigen, was ich jetzt mach? Und wie nix. Also komm! Tag der Abrechnung und komm! Ich hab mir eine Flasche leer getrunken, ich bin ein Lauch. Das hier ist. Ja. Ja. Wie viele Liter? 4,5 Liter. Und dann geht's hier so prächtig. Sag ich mich verarscht. Ja? Ich hab 3,5 getrunken. Bah, Digga! Ja! Ja! Kann's dem so gut gehen. BAM! Upsi. Ich habe heute keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Ich habe alles mit alkoholfreien Glühwein gemacht. Ich habe alles umgefüllt, was ihr alle nicht wusstet. Und ich hoffe einfach, es war ja nie die Regel, dass man Alkohol im Glühwein haben muss. Es hieß ja nur Glühwein trinken. Ich hoffe einfach, Max hat sich so krank aus dem Leben geschossen. Nimm doch mal einen Schluck, komm. Nimm mal einen Schluck nochmal, komm. Das ist doch ganz normaler Alkohol. Ja, nimm einen Schluck, komm. Mmh. Ah, schmeckt der gut. Ja? Der ist kein... Alkoholfreier Glühwein, der schmeckt echt richtig gut, gell? Ja, der schmeckt richtig gut, Max. Wunsch. Das schmeckt richtig gut! Alkoholfreier Glühwein, Digga, das ist der das wahre Wunsch! Wunsch, Alter! Das, ja, das ist alkoholfreier Glühwein! Es ist so. BAM!
Und ich hab den Leuten gesagt, ich hoffe einfach, Max hat sich so aus dem Leben geschossen. Ich bin so gespannt, wie das jetzt hier alles gerade aussah. Ich will es unbedingt sehen, wie es dir ging, was du gemacht hast. 3,5 Liter Glühwein, nicht schlecht, Max. Nicht schlecht. Alter, und gar nicht mehr so knapp, obwohl du ein Ding getrunken hast. Na gut, das haben wir echt nicht gesagt, Alter. Das ist eine Frechheit. BAM! Ja, das hab ich dir gesagt. Echt eine Frechheit. Ich bin so da jetzt auch eingestiegen über Glühwein, ne? Geil, Leute! Ist jetzt ein Punkt für mich oder soll ich den Punkt geben? Ein Punkt für dich. Soll ich dir den Punkt geben? Ach, halt dein Maul. Ich soll ich dir den Punkt geben? Ich gewinne auch so. Okay, Leute, ist ein Punkt für mich gestellt, dann jetzt. 4-3. Team Chris, ihr wisst es. Hier oben muss man es haben. Nicht nur hier oder hier, hier oben drinnen müsst ihr es haben. Lasst einen Daumen nach oben da, Glocke aktivieren, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.